Rolando del Rosario Mendoza wurde 1955 auf den Philippinen geboren. Er arbeitete bei der Polizei und war ein Senior Inspector der Polizei von Manila mit vielen Auszeichnungen. Im Januar 2010 wurde er wegen angeblichem Diebstahls, Erpressung und Drogendelikten aus dem Dienst entlassen. Er verlor sämtliche Ansprüche auf eine Pension. Am 23. August 2010 zog Mendoza seine alte Polizeiuniform an, nahm ein M16 Sturmgewehr und eine Pistole und bat in einem Touristenbus um Mitfahrgelegenheit. Nach wenigen Minuten brachte er mit Hilfe seiner Waffen den Bus in seine Gewalt. An Bord waren 25 Personen, vor allem Touristen aus Hongkong. Das Geiseldrama begann relativ ruhig. Er bat um Lebensmittel für die Geiseln und um Benzin, damit Motor und Klimaanlage weiterlaufen konnten. Er forderte seine Wiedereinstellung auf seine alte Position, da die Gründe der Entlassung ihm nur angehängt worden seien. Ein erstes Ultimatum ließ er ohne Reaktion verstreichen. Um guten Willen zu zeigen, ließ er 9 der 25 Geiseln frei. Man überreichte Mendoza einen Brief, in dem seine Forderungen abgelehnt wurden. Jedoch versprach man ihm eine Anhörung, in denen die Vorwürfe gegen ihn einer erneuten Überprüfung unterzogen werden sollten. Mittlerweile war ein Sondereinsatzkommando eingetroffen. Mendoza gab derweil aus dem Bus heraus live ein Interview und drohte, die Geiseln zu töten. Mendozas Bruder, ebenfalls Polizist, mischte sich unerlaubterweise ein und versuchte, ihn zum Aufgeben zu überreden und versprach ohne Absprache, das Einsatzkommando würde ihm nichts tun. Als man Mendozas Bruder deswegen abführte, was er über ein TV-Gerät im Bus mitverfolgen konnte, verlor er die Nerven und begann auf Geiseln zu schießen. Die Polizei versuchte sofort, den Bus zu stürmen, doch die Scheiben ließen sich nicht einschlagen. Der Busfahrer rettete sich mit einem Sprung durch ein Fenster und berichtete von 2 erschossenen Chinesen. Es dauerte über eine Stunde, bis es endlich zu einem erneuten Sturmversuch kam. Ein Polizist wurde bei einem Versuch, durch die hintere Tür in den Bus zu gelangen, von Mendoza angeschossen. Tränengas wurde eingesetzt und Mendoza versuchte sich davor in den vorderen Busteil zu flüchten, wo er schließlich erschossen wurde. Neben Mendoza verloren an diesem Tag insgesamt 8 Geiseln ihr Leben. Erst später wurde bekannt, dass man, um die Geiseln zu retten, entschieden hatte, die Forderungen zu erfüllen. Doch die Situation war nur kurz darauf bereits eskaliert.